als ich angerufen habe, habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Einerseits, weil der Grimme-Preis ist ja nun mal der renommierteste Fernsehpreis, den wir haben. Und andererseits ist es für mich auch wieder eine Chance, wieder live Musik zu machen. Sicherlich habe ich die letzten Jahre zu 95% mit Filmmusik gemacht, aber das Verhältnis zum Live-Musik machen war früher anders, weil schon ich sehr viel aus der Live-Musik ziehe an Inspiration, und jetzt wieder mit Musikern zu spielen und dann auch noch in so einem schönen Rahmen, das ist natürlich ein Geschenk. Wir müssen das Grimme-Institut natürlich zukunftsfest auch machen, und die Herausforderungen werden nicht weniger. KI, ChatGPT, wir müssen Orientierung bieten, wir müssen ein Angebot machen, und Grimme wird eben hierfür auch seinen Beitrag leisten, auch in Zukunft. Das bedeutet aber eben auch, dass wir mehr Wissen generieren müssen, größere Netzwerke haben und all dies gemeinsam hier mal sammeln und dann wieder unter die Bürgerinnen und Bürger bringen. Ich glaube, dass ich da ein ganz kleines Licht bin in der Produktion, aber ein wichtiges Licht. Und schlussendlich ist es die Gesamtkonzeption, die wir da geschaffen haben und die auch heute zu Recht ausgezeichnet wird. Und es freut mich ganz besonders, dass wir in dem Thema Unterhaltung ausgezeichnet werden. Denn wir haben ein sehr sperriges Thema Inklusion aufgenommen, waren sehr ehrlich, sehr dicht, sehr authentisch und sind trotzdem auch mit einem Lächeln und manchmal auch mit einem weinenden Auge rausgegangen. Und wir haben das gemacht, was mein Job ist nebenbei. Ich bin Koch als Hauptberuf, aber nebenbei mache ich Fernsehen und ich will gutes Unterhaltungsfernsehen machen, was vielleicht sogar ein bisschen Nachhaltigkeit hervorruft. Aber es bleibt Unterhaltung. Dieser Grimme-Preis ist ja normaler Grimme-Preis hoch 3. Das ist der Preis für eine längere Strecke im eigenen Schaffen. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel, denn es sind die ganzen schwierigen Situationen, die ich zwischendrin hatte im Fernsehen, dass ich mich so sperrig gezeigt habe und bestimmte Rollen nicht spielen wollte oder immer eingreifen wollte und mich unbeliebt gemacht habe auch deswegen, weil ich dachte, die soll doch die Klappe halten, die soll spielen und basta. Das wird jetzt auf eine andere Stufe gehoben. Es wird gelobt, dass genau diese Sperrigkeit das Medium verändert hat, und das ist eine unglaubliche Genugtuung für mich. Ich fand, das war eine sehr kurzweilige Show, sehr erfrischende, inspirierende Moderation, tolle Musik und super, super tolle Beiträge. Mein persönlicher Favorit war Tim Melzer mit seiner Inklusionsgeschichte. Das war so richtig fürs Herz, hat mir sehr, sehr gut gefallen.